Hallo, heute geht es um das Thema schriftliche Multiplikation mit Dezimalzahlen, also mit Kommazahlen. Wie man das wohl macht. Zum Beispiel wollen wir die Zahl 2,54 mit der Zahl 3,2 multiplizieren. Da machen wir bei der schriftlichen Multiplikation zuerst einen Strich drunter und fangen bei der 3 an, also bei der ersten Zahl nach dem Multiplikationszeichen und multiplizieren die der Reihe nach mit den vorderen Zahlen. Also wir rechnen 3 mal 4. 3 mal 4 ist 12. Ich schreibe die 2 hin unter die 3 und 1 gemerkt. Dann rechnen wir 3 mal 5. Und 3 mal 5 ist 15 plus dieser gemerkten 1 ist 16. Und ich muss mir wieder die 1 merken. Dann rechnen wir 3 mal 2 mit dieser gemerkten 1 und das ist 7. So, jetzt haben wir den ersten Teil dieser Multiplikationsaufgabe schon mal gerechnet. Ich markiere das Ergebnis 762 gelb und dann müssen wir die zweite Zahl mit der vorderen Zahl multiplizieren. Und da fangen wir an mit 2 mal 4, ich markiere das grün. 2 mal 4 ist 8. Dann die nächste Zahl, 2 mal 5 ist 10. Ich merke mir wieder die 1. Und 2 mal 2 ist 4. Mit der gemerkten 1 dazu ist 5. So, das habe ich den zweiten Teil auch multipliziert. Ich markiere den grün. Und jetzt muss ich diese beiden Zahlen, die unter dem ersten Strich stehen, zusammenzählen, also addieren. Das ist 8, 2, 6 plus 5 sind 11 und das hier ergibt 8. Jetzt ist die große Frage, wo kommt das Komma hin? Ihr seht hier oben die zwei Kommata. Bei der 3,2 haben wir eine Stelle nach dem Komma und bei der 2,54 zwei Stellen nach dem Komma. Und wenn wir diese Stellen nach dem Komma zusammenzählen, kommen wir auf insgesamt drei Stellen hinter dem Komma. Und genauso muss ich das auch eintragen bei unserem Ergebnis. Drei Stellen hinter dem Komma und dann kommt das Kommazeichen. Ich markiere euch das nochmal rot. Die Stellen hinter dem Komma, 1, 2, 3 und das Kommazeichen. Also 8,128 ist unser Ergebnis. Ein neues Beispiel. 48,6 mal 23,6. So. Ich fange wieder mit der ersten Zahl hinter dem Multiplikationszeichen an und multipliziere diese Zahl mit der Zahl vor dem Multiplikationszeichen. Also 2 mal 6 ist 12, ich merke mir wieder 1. Dann rechne ich 2 mal 8. 2 mal 8 ist 16 plus der 1 dazu ist 17. Dann rechne ich 2 mal 4 plus eben dieser gemerkten 1 ist 8, also plus 1 ist 9. Die Zahl markiere ich wieder gelb und jetzt die zweite Zahl. Die 3 multipliziere ich mit den Zahlen 4, 8, 6. Und da fange ich bei der ersten Zahl vorm Multiplikationszeichen an. 3 mal 6 ist 18. Ich merke mir wieder die 1. 3 mal 8 ist 24 plus der 1 sind 25. Jetzt merke ich mir eine 2. Und die 3 mal 4 ist 12 plus der 2, das sind dann 14. So, das ist das zweite Ergebnis. Das markiere ich jetzt auch grün. Und dann die letzte Zahl wird mit der ersten Zahl vor dem Multiplikationszeichen mal genommen, also 6 mal 6. Ich markiere es blau. 6 mal 6 ist 36. Da muss ich mir jetzt eine 3 merken. Dann 6 mal 8
ist 48 plus der 3 ist 51. Jetzt muss ich mir eine 5 merken. Und 6 mal 4 ist 24 plus dieser gemerkten 5, dann sind wir bei 29. Gut, auch diese Rechnung markiere ich euch jetzt und zwar in blau. Die gemerkten Zahlen brauchen wir nicht mehr, weg damit. Und wieder muss ich diese drei Zahlen zusammenzählen, also addieren. 6, 1 plus 8 sind 9 und 9 plus 5 plus 2 sind 16. Gut, und 7 plus 4 plus 2 plus der 1 sind 14 und das sind dann alles zusammen 11. Gut, das wäre die Zahl, aber hier auch wieder die Kommata. Wo gehören die hin? Auch wieder eine Stelle nach dem Komma, eine Stelle nach dem Komma. Ich zähle also praktisch beim Ergebnis zwei Stellen nach dem Komma, 1, 2 und setze dann das Komma. Und dann wäre das Ergebnis 11.046,96. Gut, das ist doch einfach, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!